Nee, damit hätte ich nicht gerechnet, aber kann immer mal passieren. Mache ich halt was anderes, als ich mir vorgenommen habe. Und manchmal sind Veränderungen gar nicht so schlecht. Lanz. Darunter der Name Bulldog, also Lanz Bulldog eingerahmt. So kennen wir den Schriftzug von den Glühkopfmaschinen, aber der war nicht immer so. Im Laufe der Glühkopf-Ära ist der immer mal verändert worden. Darum soll es heute gehen und damit herzlich willkommen zu Kultraktor. Lanz Bulldog, erhabene Buchstaben eingefasst in einem Rahmen. Das war für die Firma Lanz nicht neu, als 1921 der Bulldog in Leipzig auf der DLG vorgestellt wurde. Bereits 1873 gründete Heinrich Lanz eine eigene Eisengießerei, um die Fertigungstechniken seiner Firma zu erhöhen, um dann seinen Kunden auch unterschiedliche oder weiterführende Produkte auch anbieten zu können. Nun war natürlich 1873 noch nicht an den Bulldog zu denken, der kam erst knapp 50 Jahre später. Was aber in dieser Eisengießerei auch gefertigt wurde, sind beispielsweise solche Schilder mit dem Markennamen Heinrich Lanz natürlich drauf und die Orte, in denen dann die Zweigniederlassungen der Firma zur damaligen Zeit auch zu finden waren. Und solche Schilder wurden eingesetzt an den Dreschmaschinen. Dort wurden sie angeschraubt und waren dann auch Werbung für die Firma. Der Begriff Lanz Bulldog war nicht von Anfang an auf den Fahrzeugen auch drauf. Wenn ich mir hier einmal den 12 PS Schwerölschlepper von 1921 mal ansehe, da war noch nichts von Bulldog zu lesen. Natürlich der Markenname, der war hier seitlich auf dem Schiffchen lackiert. Das ist quasi der Unterbau, das Fahrgestell, auf dem dann der Motor auch ruht. Und hinten, dort wo die Luftklappen sind, dort war ein Deckel, da war der Markenname Lanz eingegossen. Ähnliches sah man hier beim Verdampfer. Da war hier seitlich zum Beispiel der Markenname auch lackiert gewesen. Aber von dem Begriff Bulldog fand man auf dem Fahrzeug nichts. Auf der Ersatzteilliste schon. Hier steht dann schon Großbulldog. Das rührte daher, dass die Mitarbeiter, die diesen 12 PS Lanz bauten, meinten, dass das Fahrzeug von vorne aussah wie eine Bulldogge. Und so hatte es dann der Begriff Bulldog schon auf die Ersatzteilliste zum Beispiel hier vom Verdampfer auch geschafft. Auf dem Fahrzeug war es, wie schon gesagt, noch nicht so weit. Das kam erst mit dem 1530, mit dem Kühler-Bulldog, so wie es hier auch steht. Und da wurde dann der Begriff Bulldog auch direkt am Fahrzeug angebracht, aber nicht zuerst. Ich habe hier einmal vier Steigrohre mit den Wasserkästen angezeichnet. Das hier oben, das sind die Wasserkästen und hier unten drunter, das sollen die Steigrohre sein. Was bedeutet jetzt Steigrohr? Hier in diesem Bereich steigt das warme Wasser, welches vom Zylinderkopf kommt, nach oben hoch in den Wasserkasten hinein, wird dann in die Kühler hineingeleitet, wird runtergekühlt und dadurch zirkuliert das Wasser. Das ist eine sogenannte Thermosiphonkühlung. Wen das interessiert, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch gerne in der Videobeschreibung. Das soll einmal gleich die Evolution von den Kühler-Bulldogs anzeigen, beziehungsweise wie die Steigrohre aussahen. Wenn wir hier vorne einmal schauen, das war ungefähr, ich nehme mal zwei Farben, das war ungefähr beim HR4, da hatte das Steigrohr einen kleinen Blechdeckel. Male ich immer so. Und dieser Blechdeckel, das war so eine Serviceöffnung, dass ich dann das Steigrohr auch reinigen konnte. Wenn jetzt was weiß ich, Kalk etc. auch drin war, dann konnte ich das sauber machen, öffnen. Und dort oben auf dem Wasserkasten, da stand der Begriff Lanz, also der Markenname. Das Ganze hat man aber in relativ kurzer Zeit dann wieder geändert und man hat dann hier das Steigrohr
mit einem kompletten Blechdeckel versehen. Das war auch seitlich schön abgerundet. Und hier war jetzt ganz neu der Markenname vom Wasserkasten auf das Steigrohr dann gewandert. Stand da Lanz. Und das war jetzt ein geprägtes Schild. Also die Buchstaben waren da schon erhaben und das war ein kompletter Blechdeckel. Ab ungefähr ja, Anfang der 1930er Jahre hat man diesen großen Blechdeckel nochmal geändert in drei kleine. Ich stilisiere das mal. Da habe ich hier die Rundungen gehabt. Das ging so in eins über und hier war jetzt der Blechdeckel, den ich natürlich auch aufmachen konnte als Serviceklappe für das Steigrohr. Da blieb der Name Lanz dann auch wieder mit dem Prägeschild erhalten. Aber zusätzlich, und das war wirklich auch die Geburtsstunde für den Namen Bulldog, kam hier oben auf dem Wasserkasten der Begriff Bulldog. Und damit war quasi der Bulldog Lanz geboren. Das war Anfang der 1930er Jahre. 1934 ist das Ganze nochmal dahingehend geändert worden. Blechdeckel, das ist alles das Gleiche geblieben. Ich habe hier wieder drei Blechdeckel gehabt. Hier oben stand auch wieder Bulldog. Nur ist bei dem Firmennamen Lanz jetzt noch ein Rahmen drum zugekommen. Seit Einführung der Kühler-Bulldogs wurde die Beschriftung immer mal geändert am Wasserkasten und auch am Steigrohr und damit wurde natürlich auch das Erscheinungsbild des Bulldogs verändert. Ende 1934, Anfang 1935 gab es die nächste Änderung. Das Steigrohr wurde nochmal angefasst. Der Markenname eingerahmt blieb auf dem Steigrohr erhalten. Nur wurde das Steigrohr jetzt einteilig gefertigt. Das heißt, der Blechdeckel war komplett verschwunden. Hatte natürlich den Vorteil, ich konnte fertigungstechnisch viel besser arbeiten, weil ich kein zusätzliches Teil, nämlich den Blechdeckel, fertigen musste zum einen und zum anderen musste ich natürlich auch nicht sicherstellen, dass der Blechdeckel das Steigrohr dann auch sauber abdichtet. Aber neben diesen fertigungstechnischen Vorteilen gab es auch nicht die Notwendigkeit, diesen Blechdeckel dann überhaupt an dem Steigrohr zu haben. Aber warum das so ist, das sehen wir gleich noch. Ich glaube, das war schon sehr wichtig, dass 1934 auch der Markenname Lanz eingerahmt war. Der Begriff Bulldog war es die ganze Zeit. Das heißt, immer dann, wenn etwas eingerahmt ist, hebe ich es ja auch hervor. Obwohl Lanz natürlich zentral auf dem Steigrohr auch stand, war der Fokus schon auf dem Begriff Bulldog. Und der Bulldog war nun mal ein Produkt der Firma Lanz. Und Lanz hatte man dann vielleicht nicht so wahrnehmen können, denn man hat von oben nach unten gelesen, Bulldog, Lanz. Also erst kam das Produkt und dann der Markenname. Und ich denke, es war sehr wichtig, auch Lanz zumindest ebenbürtig dann auch in einen Rahmen zu packen. Aber es gab Anfang 1936 nochmal Änderungen. Ich habe hier einmal einen Steigrohr von einem 20-25 PS Bulldog. Ihr seht, das ist hier vorne gerissen, hat einen Frostriss. Aber wenn wir hier mal in das Steigrohr reinschauen, dann sieht man ein bisschen Vernarbung. Ja. Aber Kesselstein oder Kalkablagerung sieht man eigentlich gar nicht. Und das war auch der Grund, warum man gesagt hat, ja, wir müssen das Steigrohr nochmal anfassen, denn die Serviceklappe vorne wird eigentlich gar nicht gebraucht. Und wenn man sie dann abgemacht hat, die war ja verschraubt, muss man sich vorstellen, dann waren die Schrauben festgerostet, dann kriegte man es nicht wieder dicht und man brauchte im Grunde genommen die Serviceklappe nicht, wie schon gesagt, weil eigentlich gar nicht so viel Kesselstein anfiel, dass man das hätte entfernen müssen. Und dann kam man natürlich auf die Idee, wenn man jetzt wirklich nochmal das Steigrohr anfasst und sich Gedanken darüber macht, wie soll jetzt tatsächlich der Markenname und das Produkt dann auch dargestellt werden. Und das ist dann das, was wir kennen. Einmal Lanz und dann Bulldog. Also der Markenname ist jetzt zuerst genannt worden, dann das Produkt. Beides ist eingerahmt und das zentral in der Mitte. Hier im eingebauten Zustand sehen wir sehr schön, wie das Lanz-Bulldog-Schild auch wirkt. Es ist mittig vom Steigrohr angebracht, außermittig von der Höhe des Steigrohres, hat den Vorteil, egal wenn jetzt hier ein Nummernschild angebracht ist, wird das Schild Lanz-Bulldog nicht verdeckt und der Fokus des Betrachters liegt sofort auf dem Schild. Erst wird der Markenname genannt, nämlich Lanz, und dann das Produkt. Beides ist eingerahmt. Wenn ich mal die Maße einmal abnehme, das sind einmal 23,5 cm und einmal 11 cm. Und diese Änderungen erfuhren nicht nur die 5 Liter Bulldogs, sondern auch die 10 Liter Bulldogs. Das heißt, die großen Bulldogs haben auch ein anderes Steigrohr bekommen.
Es war 1936, als auch die 10-Liter-Bulldogs angefasst wurden, beziehungsweise die Steigrohre von den 10-Liter-Bulldogs. Hier haben wir ein Exemplar aus dem Jahr 1936 und ich messe mal den Schriftzug nach. Hat eine Breite von 24 cm und eine Höhe von 11,5, 11,6. Also ungefähr ist der Schriftzug 0,5, also einen halben Zentimeter breiter und höher als der Schriftzug vom 2025 PS Bulldog. Und wenn man das mal vergleicht, beim 2025 PS war der Fokus sofort auf dem Schild. Man konnte eigentlich gar nicht dran vorbeischauen. Hier ist das Schild zwar auch mittig, aber es wirkt im Gegenzug zum Rest der Maschine sehr, sehr klein, sehr zurückhaltend. Und das ist auch ein Grund gewesen, warum man das Steigrohr nochmal angefasst hat. Diese Art von Steigrohr gab es nur ein paar Monate im Jahr 1936 und dann wurde das Steigrohr dahingehend geändert, dass der Schriftzug größer wurde, die Schrift größer wurde, die dann in den Proportionen auch besser zu solchen Maschinen passten. Hier habe ich jetzt ein Steigrohr, wie es von Lanz ab 1937 auch eingesetzt wurde. Und ihr seht schon, die Schriftzüge haben sich komplett verändert. Wenn wir uns nochmal vorstellen, dass so ein ähnlicher Schriftzug, ein bisschen größer, um einen halben Zentimeter in der Breite und in der Höhe, auf so einem großen Steigrohr dann Platz fand, dann wirkt das schon sehr verloren. Und hier sehen wir dann, die Größe ist dann adäquat zum Steigrohr, zur Maschine. Ich kann auch hier wieder, wenn ich beides mal vergleiche, mit den Proportionen gar nicht meinen Blick schweifen lassen, sondern ich lande direkt auf den Markennamen Lanz und dann auch Bulldog. Das Ganze wird nochmal verstärkt mit einem roten Hintergrund und den gelben Buchstaben, die dann natürlich von dem Hintergrund auch stark hervorheben. Mit der Einführung der neuen Steigrohre bei den 10-Liter-Bulldogs 1936 ist auch der Wasserkasten nochmal angefasst worden, ist jetzt breiter gezogen worden, sodass die Kühlerverschraubung unterhalb dann auch von dem Wasserkasten sitzen. Das heißt, von vorne habe ich eine schön glatte Fläche und ich schaue nicht mehr auf die einzelnen Kühlerverschraubungen. Das Bild mit den einzelnen Kühlerverschraubungen ist ausschließlich dann bei den 20 und 25 PS Bulldogs bis zum Ende des Produktionszeitraums auch geblieben. Nur bei den 10-Liter-Maschinen hat man den Wasserkasten optisch verbreitert, damit es ein ruhigeres Erscheinungsbild gab. Die Steigrohre blieben bis zum Einstellen der Glühkopf-Bulldog so, also bis ungefähr 1953, 54 blieben Steigrohre der 10- und 5-Liter-Bulldogs genauso erhalten, wie wir sie eben gesehen haben. Es ist sogar ein Erkennungsmerkmal, ob es sich um einen Glühkopfschlepper handelt, wie zum Beispiel hier bei dem 16 PS Seitenglühkopf. Auch dort hat dieses Fahrzeug einen Lanz-Bulldog-Schriftzug, der eingerahmt ist. Auch wenn die Beschriftung Lanz Bulldog bis zum Ende der Glühkopf-Ära auch so geblieben ist, gab es dennoch eine Änderung an dem Steigrohr. Und die Rede ist vom 45 PS Bulldog, dem 9506. Das ist ein Fahrzeug, das sehr, sehr oft auch exportiert wurde und in wärmere Länder eingesetzt wurde. Dieses Fahrzeug neigte zum Kochen, also das Kühlwasser fing dann an zu kochen. Das heißt, es musste konstruktiv eine Änderung her, um mehr Kühlwasser dann auch in dem Motor oder an dem Fahrzeug fassen zu können. Die Wahl fiel auf das Steigrohr. Es wurde 5 cm höher konstruiert und der Schriftzug wurde bauchiger, um noch mehr Kühlwasser unterzubringen, um dann dem Überkochen des Fahrzeugs entgegenzuwirken. Der 5506, der Seitenglühkopf, wurde gebaut von 1950 bis 1952. Dann wurde er abgelöst von dem Halbdiesel-Bulldog, dem D1706. Und ihr seht schon, hier ist wieder der Markenname und das Produkt getrennt worden. Lanz steht jetzt in einem Zahnkranz und einer Ähre, was für die Mechanisierung der Landwirtschaft steht. Und unten drunter seht ihr jetzt das Produkt, den Bulldog, auch wieder eingerahmt. Und anders als beim ersten Kühler-Bulldog folgt erst der Markenname und das Produkt, also nicht Bulldog Lanz, sondern Lanz Bulldog. Dieses Emblem ist auch bei den Volldiesel Bulldogs geblieben. Lediglich der Produktname Bulldog ist dann an die Seite gewandert, bis natürlich 1956 dann John Deere auch die Aktienmehrheit übernommen hat. Dann gab es ein neues Emblem, das John Deere Lanz Emblem. Das hielt dann so lange, bis 1967 die letzten Aktionäre ausbezahlt wurden und damit dann auch der Markenname Lanz komplett verschwand. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst auch gerne ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, bleibt cool, tschüss.